Hallöchen Freunde und willkommen zu einer weiteren Bluebring by Community Folge. Bei BBB Community geht es um allerlei Gedanken, ob kontrovers, provokant, lustig oder einfach nur random Gedankensalat. Wie der Name bereits verrät, sind es nicht unsere, sondern eure kommentierten Gedanken, die wir dann visuell darstellen. Bevor wir mit der Folge starten, möchten wir uns aber erst bei euch bedanken, denn nur durch euch haben wir es bis auf die 10.000 Abonnenten geschafft. Das bedeutet uns unglaublich viel. Viel mehr bedeuten uns aber die Interaktionen mit euch, zum Beispiel der Discord-Server, die ganzen Leute, die mit mir geschrieben haben, oder dass es Menschen gibt, die bereits mit meinem Merch durch die Gegend laufen. Oder auch einfach nur eure coolen Kommentare und BBB-Gedanken bzw. der Fakt, dass ihr unsere Videos feiert. Sollten wir wieder zu unserer alten Größe zurückfinden, dann werdet ihr alle heftig davon profitieren. Das verspreche ich jetzt jedem Abonnenten und jedem, der dieses Video guckt. Das könnte allerdings ein wenig dauern. So, jetzt aber genug gelabert. Ihr seid hier, weil ihr Bock auf random Gedanken habt und die werdet ihr jetzt auch in vollen 10 Minuten bekommen. Viel Spaß! Wir schneiden unsere runde Pizza, welche wir in einem viereckigen Karton gekauft haben, in Dreiecke. Wenn Menschen keine Ohren hätten, wüssten wir nicht, dass Klang existiert. Vielleicht gibt es da draußen ja noch ganz andere Sachen, die wir nicht wahrnehmen, weil uns das entsprechende Sinnesorgan fehlt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum manche Menschen behaupten, mit Geistern reden zu können. Vielleicht tun sie das ja wirklich, weil sie das entsprechende Sinnesorgan haben. Manche Menschen sitzen nur am PC, damit sie sich das echte Leben von anderen anschauen können. Und auf der anderen Seite, manche Menschen verdienen ihr Geld damit, dass sich andere Menschen ihr Leben im Internet anschauen. Hättet ihr da eventuell Interesse bei mir? Soll ich mal Vlogs machen und mein Leben ein bisschen filmen? In der Abo-Box oder in den Kommentaren kannst du mir mitteilen, was du davon hältst. Wäre bestimmt interessant. Sprechen wir heutzutage eigentlich wirklich? Oder geben wir nur Laute von uns, so wie Neandertaler früher? Und im Grunde sind Worte eigentlich auch nur Laute, auf deren Bedeutung wir uns geeinigt haben. Und jedes Wort, das wir kennen und sprechen, ist auswendig gelernt und somit ist eigentlich alles, was wir wissen, auswendig gelernt. Auf älteren Fotos sieht man jünger aus. Ja, alte Fotos sind wie kleine Zeitreisen. Giraffen riechen am Urin des Weibchens, um festzustellen, dass es paarungsbereit ist. What? Danke, jetzt wissen wir das auch. Wenn uns etwas gefällt, schlagen wir uns beim Klatschen selber und verletzen uns dabei auch minimal. Wir verletzen uns also, um jemand anderen zu applaudieren. Interessant. Man verbringt durchschnittlich ca. 7 Jahre seines Lebens damit, auf Sachen zu warten. Und durchschnittlich 33 Jahre deines Lebens liegst du im Bett. Genau über dieses Thema haben wir eine Folge BBB gemacht. Wenn du wissen willst, mit was man den Großteil seines Lebens so verbringt, guck doch mal bei der letzten normalen BBB-Folge vorbei. Nichts ist gefährlicher als das Leben, denn es endet immer tödlich. Also solltest du am besten jeden Tag genießen. Wenn man selbst einen Mörder tötet, bleibt die Anzahl der Mörder auf der Welt die gleiche. Außer man tötet mehr als einen Mörder. Mein Vorschlag an dieser Stelle, am besten, ihr tötet niemanden. Unser Gehirn war der erste wassergekühlte Prozessor, den es jemals gab. Wenn du 25 Jahre alt bist, könntest du auch sagen, dass du ein Vierteljahrhundert alt bist. Klingt doch gleich viel cooler, oder? Oder? Vielleicht machen wir jedes Mal, wenn wir blinzeln, ein Foto und wenn wir dann sterben, können wir uns ein ganzes Fotoalbum von unserem Leben anschauen. Das wäre echt verrückt. Da gibt es einen Film mit Robin Williams, da geht es um etwas Ähnliches. Ich verlinke euch den Trailer in der Videobeschreibung. Wenn du deine Füße in den Sand steckst, dann ist die ganze Erde dein Schuh. Ja, aber jetzt versuch mal mit diesem Schuh zu laufen. Ein Videospiel ist eigentlich nur Computercode, der geschminkt ist. Und wenn wir Geld für ein Spiel ausgeben, dann geben wir ja eigentlich Geld für eine bestimmte Anordnung von Pixeln aus. Aber eine sehr gute und aufwendige Anordnung von diesen Pixeln, für die man auch mal ein bisschen Geld ausgeben kann. Was ist, wenn unser Universum nur eine Zelle eines anderen Lebewesens ist? Ja, muss aber dann ein ziemlich großes Lebewesen sein. Aber der Gedanke ist sehr gut. Guckt euch doch mal bitte diese beiden Fotos an. Das eine soll das Universum sein und das andere ist das Innere einer Zelle. Lasst das einfach mal sacken. Dieses Video wurde gesponsert von mir.
Diese Videos zu produzieren ist sehr zeitintensiv und auch mit einigen Kosten verbunden. Wenn dir die Videos gefallen, würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Ein Like, ein Kommentar und das Video mit deinen Freunden teilen ist alles kostenlos und könnte uns dabei helfen, mehr Leute aus der alten Community von früher zu erreichen. Wenn du ein bisschen Geld übrig hast oder uns einfach nur mehr unterstützen willst, weil du Bock auf bessere Animationen oder einfach mehr Videos in der Woche hast, dann könntest du auch in der Videobeschreibung auf den PayPal-Link klicken und uns mit einem kleinen oder großen Trinkgeld unterstützen. Unterstützungen ab 5 Euro werden am Ende der Videos erwähnt und bei großen Trinkgeldern lassen wir uns was Spezielles einfallen. Oder du schaust bei uns im Store vorbei. Mit dem Code 10K bekommt jeder, der dieses Video schaut, 10% auf die gesamte Bestellung. Da das Video über 10 Minuten lang ist, wird nach meiner Werbung gleich noch eine Werbung aufploppen. Diese zu gucken kostet dich nur ein bisschen Zeit und gönnt uns den Bruchteil eines Cents. Das bleibt jetzt aber dir überlassen. Sorry für die Werbung, aber mein Sponsor meinte, mindestens einmal im Video sollte ich eine Werbung für ihn machen. Nach der kurzen Unterbrechung geht's weiter. Glaubt ihr, Tiere denken mit ihrer eigenen Stimme, so wie Menschen? Oder handeln sie nur nach ihren Instinkten und können gar nicht so richtig denken? Das ist eine sehr gute Frage. Da gibt es zum Beispiel Tests mit Vögeln, die zum Beispiel Rätsel lösen. Ich glaube also, Tiere können sehr wohl denken, nur eben nicht ganz so komplex wie wir. Wer hat sich eigentlich ausgedacht, was Schimpfwörter sind? Das Wort Arschloch hätte auch ein medizinischer Ausdruck sein können. Ja gut, aber für das Wort Arschloch gibt es einen anderen medizinischen Ausdruck. Die Sache bei den Schimpfwörtern ist, dass so gut wie alles ein Schimpfwort sein könnte. Auch medizinische Begriffe. Man könnte jemanden auch beleidigen, indem man ihn wie Shakespeare ein Ei nennt. Oder auch ein Satz wie du Nudel könnte dein Gegenüber verletzen. Warum heißen Schmerztabletten eigentlich Schmerztabletten und nicht Antischmerztabletten? Man will ja die Schmerzen eigentlich loswerden und nicht bekommen, oder? In Olivenöl sind Oliven. In Sonnenblumenöl sind Sonnenblumen. Aus was wird denn dann Babyöl hergestellt? Wir beantworten diese Frage lieber nicht. Ein Butterbrot fällt immer auf die Butterseite, während eine Katze immer auf den Pfoten landet. Was würde jetzt passieren, wenn man ein Butterbrot mit der Oberseite auf eine Katze oben drauf schnallt? Genau das hier. Aber interessanter ist doch, was passiert, wenn man einer Katze Butter auf den Rücken schmiert. Was? Ich glaube, da wird nichts Großartiges passieren, außer dass deine Katze jetzt Butter im Fell hat. Probiert das definitiv nicht zu Hause aus. Man sagt doch, der Planet wäre rund. Sind Planeten aber wirklich rund? Ja, sie sind definitiv rund. Das mit der runden oder flachen Erde klären wir aber lieber in einer anderen Folge. Wenn man eine Pizza bestellt ohne irgendwas drauf, ist es dann immer noch eine Pizza oder ist es nur noch Brot? Naja, es ist gebackener Pizzateig, also Pizzabrot. Welche Farbe hat eigentlich ein Spiegel? Erst wollte ich sagen Silber, aber das stimmt nicht. Nach einer kurzen Google-Suche habe ich herausgefunden, ein perfekter Spiegel würde jedes Bild im richtigen Winkel und Abstand genau wiedergeben und seine Farbe wäre eine Art Weiß. Da wir aber nicht in einer perfekten Welt leben, funktioniert das so. Reale Spiegel absorbieren eine bestimmte Menge Licht. Dieses Licht reflektieren sie dann im 510 Nanometer Bereich am besten und dieser Bereich gehört zum Spektrum des sichtbaren grünen Lichts. Das bedeutet, die Farbe eines Spiegels ist daher technisch gesehen hellgrün. Wombats, also diese kleinen süßen Tiere hier, kacken Würfel. Obwohl die Tiere einen runden Darm haben, so wie alle anderen Tiere, kacken diese kleinen süßen Dinger als einzige Tiere auf der Welt, als einzige Lebewesen auf der Welt, einfach Würfel. Das ist doch verrückt, oder? Heißt LOL Lachen ohne Laute oder Leute ohne Leine? Ehrlich gesagt, ich frage mich, welcher Allmann auf Lachen ohne Laute gekommen ist. Lachen ohne Laut, was? Nein, LOL kommt aus dem Englischen und bedeutet Laughing Out Loud. Also laut lachen. Lachen ohne Laut, what the actual fuck? LOL. Shrek und Han Solo tragen dieselbe Kleidung. Was war das eigentlich für ein perverser Dude, der herausgefunden hat, dass man die Milch von Kühen trinken kann? Vor allem, wenn man bedenkt, wie Kälber da normalerweise drankommen. Wir leben in einem Zeitalter, in dem wir durch Captchas Maschinen beweisen müssen, dass wir keine Maschinen sind. Ein öffentlicher PC ist eigentlich nur ein C. Ist ein Mitarbeiter, der nicht mitarbeitet, überhaupt noch ein Mitarbeiter?
Nein, genau genommen ist es dann ein Kollege. Glaubt ihr, eine Spinne ist genauso abgefuckt wie ich, wenn ich durch ein Netz laufe? Ja, ich glaube, die Spinne ist davon noch viel genervter als du. Kann etwas keinen Sinn ergeben, wenn der Sinn von etwas ist, keinen Sinn zu ergeben? Weil letztendlich ist das ja dann der Sinn davon, oder? Ja. Menschen mit Glatze haben eigentlich nur eine sehr hohe Stirn. Wissenschaftler fanden heraus, nachdem man ihnen den Ausgang zeigte. Und auch wir finden heraus, dass wir schon wieder am Ende der Folge angekommen sind. Wenn dir das Video gefallen hat, mach gerne den Like-Button blue, falls nicht, schreib mir in die Kommentare warum. Und wenn du ein richtiger Ehrenmann bist, dann schickst du das Video jetzt deinem Freund und regst so den Algorithmus ein wenig an. Egal was du jetzt tust, vielen Dank fürs Zuschauen. Es wird nicht jedem aufgefallen sein, aber das war jetzt eigentlich die 9. Community-Folge. Aber wir machen es jetzt einfach mal wie Windows und gehen direkt auf die 10. Passt einfach besser. Eine 9. Folge wird aber auch noch erscheinen. Möchtest du deine Chancen erhöhen, in der nächsten Folge mit dabei zu sein? Dann schreibe jederzeit einen kreativen Gedanken in die Kommentare. Wir haben zwar eine Liste, die abgearbeitet wird, sehr kreative Kommentare haben allerdings eine größere Chance, schneller dabei zu sein. Und es wäre keine 10K-Special-Community-Folge, wenn ich nicht auch etwas verlosen würde. Diejenigen, die bis hierhin geguckt haben, haben die Chance, eine BBB-Tasse aus dem Store zu gewinnen. Diesmal einfach, weil ich euch lieb hab, no homo though, noch ohne schwierige Teilnahmebedingungen, einfach unter diesem Video einen Kommentar verfassen mit dem Hashtag 10K und wir suchen uns dann im Q&A-Video random jemanden aus. Und nicht vergessen, mit dem Code 10K können alle diejenigen, die nicht gewonnen haben, sich 10% auf ihre Bestellung im Store sichern. Falls ihr noch Fragen zu uns oder dem Kanal habt, könnt ihr diese unter dem Video fragen. Das Q&A-Video wird bald erscheinen, sobald meine Kamera repariert wurde. So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende angekommen. Ja, die Folge ist ein bisschen länger als 10 Minuten, aber der Gedankenpart ist fast genau 10 Minuten lang. Ein fettes Dankeschön nochmal an alle Abonnenten. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier kommt ihr jetzt noch zu einem der letzten Videos und wir hören uns wie immer beim nächsten Mal wieder. Reingehauen!